Frozen Bro bei einem weiteren Ratings-Video zu FIFA 17. Du siehst das hier eingeblendet, Top 20 Pacer, denn wer mich schon länger sieht, weiß, ich suche seit längerem den besten Pacer in FIFA 17 und die ganze Zeit war es ja Aubameyang, deswegen ist er hier auch ein Bild drauf. Aber jetzt wollen wir wissen, ob Aubameyang noch getoppt wird. Ganz kurzer Hinweis, es ist ein bisschen zum Lachen, aber trotz all dem, ihr seht jetzt hier nur die Top 18, denn EA scheint ein bisschen selbst in Verwirrung zu sein. Vielleicht war es einfach ein bisschen zu viel Werbung und Posting in den letzten Tagen, denn sie haben witzigerweise einen Artikel veröffentlicht, der heißt Top 20 schnellste Spieler, FIFA 17 Spielerwerte, aber im Bild steht nur Top 10 schnellste Spieler. Und wenn man auf den Artikel draufklickt, steht ja oben auch Top 20 schnellste Spieler, Bild ist Top 10 und dann sieht man plötzlich nur 18 Spieler, beziehungsweise sie sagen auch, wer auf Platz 19 und 20 ist, aber sie zeigen kein Bild dazu. Also auf Platz 20 ist Castillo, Fabian Castillo ist auf Platz 20 und Ahmed Musa ist auf Platz 19. Und wir legen jetzt los bei Platz 18. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt, dass du jetzt nicht gleich in Verwirrung bist. EA hat wohl nicht immer alles im Griff auf der Webseite. Ihr habt es vielleicht gesehen bei meinem französischen Ratings-Video. Da gab es nur 19 Plätze, obwohl sie groß geworben haben, Top 20. Ich finde es ein bisschen schockierend, dass es keinem auffällt. Wenn mir Fehler auffallen und ich darauf hingewiesen werde von euch, dann korrigiere ich sie halt. Aber das ist wohl dort in dem Hause etwas anders. Aber das ist egal, das stört mich überhaupt nicht. Wir gehen jetzt los mit Platz. Hier sieht man es nochmal, Spielerwerte Top 10, schnellster Spieler. Wir legen los mit Platz 18. Und Platz 18 ist dieser Spieler hier, Coman von FC Bayern München. Ich gehe jetzt nicht wieder lange das durch, weil das Video soll nicht so lange gehen, aber wir gucken uns nämlich ganz genau nämlich das Pace an. Wir wollen wissen, wird Aubameyang heute noch getoppt? Aber wir gehen ganz kurz zu Coman, weil wir noch gar nicht wissen, was für ein Rating der überhaupt bekommen hat. Wir sehen, dass er erst bei 81. Bei der Demo, die ich gespielt habe, war er noch bei 79. Man hat ihm also wohl nochmal ein Upgrade gegeben. Freut vielleicht den einen oder anderen Bayern-Fan und Franzosen. Pace bei 93. Wir kommen zu Platz 17 und das ist dieser Spieler hier. Bruma von Galatasaray Istanbul, er kriegt Pace 93 und hat eine Gesamtstärke von 77. Aber auch Weak Foot und Skill Move 4 Sterne, ist auch schon richtig schnieke wieder bei ihm. Wir kommen zu Platz 16. Platz 16 ist dieser Spieler, Alba von der FC Barcelona, der linke Verteidiger. Der bekommt Pace 93 und hat, ja, Weak Foot und so weiter kennen wir schon. Wir haben ihn ja schon gesehen bei der spanischen, bei der La Liga Top 20. Es geht weiter mit Platz 15 und das ist Sterling. Sterling, der aktuell mit Manchester City auch wirklich rockt. Ich habe ihn bei Football Stars im Team, bei einer Serie, die ich mache. Und da gibt er mir die meisten Punkte. Und er bekommt hier Pace ebenfalls 93, Gesamtstärke 82, der linke Mittelfeldmann. Mit Skill Moves 4 Sterne, Weak Foot 2 Sterne. Wir kommen zu Platz 14. Bin ich jetzt richtig? Ja, dachte gerade, ich habe irgendwas vergessen. Platz 14 ist mir ja übrigens bei der La Liga passiert, dass ich Griezmann und Rodriguez falsch gesetzt habe. Dafür entschuldige ich mich. Aber egal, weiter geht's mit Lukas von PSG. Der bekommt Pace 93 und hat eine Gesamtstärke von 82. Weiter geht's mit Platz 13. Und Platz 13 ist Aguero. Und der Mann hat, ja, ist schneller als der andere Topstar wie Coman, aber hat nur eine Silbercard. Das ist mal wieder so ein heißer Favorit. Vielleicht für Ultimate Team am Anfang an. Stärke 68, Pace 94. Also wenn du den gleich in der Web-App oder was auch immer du machen wirst, ihn ziehst, wird es erfolgreich sein. Ist vielleicht auch ein Kandidat für unsere zweite Liga-Hauptserie. Das schauen wir uns dann alles noch genug in Ruhe an. Und es geht weiter mit Platz 12 und das ist, ups, das ist mir ein bisschen schneller gegangen, Mané. Mané, auch aus von den Whitecaps, Kanada, wenn ich richtig liege, also aus der MLS. Und der bekommt Pace 94, Gesamtstärke 70. Dann kommen wir zu Platz 11, immer Richtung Meer, ob Aubameyang Nummer 1 ist, ja oder nein. Wir sehen, Odu Amadi ist hier auf diesem Platz 11 mit 66 Gesamtstärke, Pace 94. Nochmal zur Erinnerung, Aubameyang hat natürlich 96. Gibt es also einen, der 97 hat? Fragezeichen. Das werdet ihr heute erfahren. Wir kommen nämlich jetzt schon zu Platz 10. Und Platz 10 ist Miyachi
Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Es kann sein, dass das wieder ein bisschen falsch ist. Der Mann von St. Pauli, der Japaner mit Pace 94. Also wenn St. Pauli-Fans sich aber richtig freuen, wenn dann in der zweiten Liga sie mit dieser Mannschaft aus Hamburg zocken. Also der Japaner hat auch Weak Foot und Skill Moves, 4 Sterne. Also mit dem kann man richtig viel Spaß haben mit dem Spieler. Muss man dazu auch mal sagen. Dann kommen wir zu Platz 9. Und Platz 9 ist dieser Spieler, Cuero oder Sierro, das ist jetzt wieder eine Frage. Ne? Ich muss ja auch, ich kenne auch nicht alle Spieler, ich kenne nicht mal das Vereinswappen, muss ich zugeben. Also bitte jetzt nicht wieder reinschreiben, mein Gott, diese Aussprache oder sonst irgendwas. Ich versuche fleißig zu lernen und du kannst mich gerne darauf hinweisen, ob das jetzt Cuero oder Sierro heißt. Spielt für mich jetzt einfach keine Rolle, deswegen ich sage nur Gesamtstärke 74, Pace 94. Wir kommen zu Platz 8 und Platz 8 ist dieser Spieler hier. Villalba, genau. Kann auch sein, dass Villalba sein wird. Wir können das auch gerne gemeinsam uns auch anhören, aber ich glaube, das würde jetzt im Video zu lange dauern. Spielt keine Rolle. Villalba hat hier Gesamtstärke 74, Pace 94. Ich frage mal euch, schreibt mal in die Kommentare, diese beiden Spieler, die ich jetzt gerade erwähnt habe, wo ich mal wieder ein bisschen mit der Aussprache zu hapern hatte, kennt ihr diese Spieler? Fragezeichen. Seid ihr wirklich so auf dem Laufenden, dass ihr diese Spieler kennt? Das würde mich mal interessieren. Bin ich hier voll Outsider? Platz 7 ist dieser Spieler und das ist Bale von Real Madrid, Pace 94. Wir kommen zum nächsten Spieler, Platz 6. Also Aubameyang übrigens ist noch nicht aufgetaucht, nur mal so nebenbei. Wir kommen jetzt zu Asante. Asante hat Gesamtstärke 69, Pace 95. Also, wir haben den ersten Spieler, der an Aubameyang rankommt. Asante. Das wird jetzt richtig, richtig spannend, kann ich euch nur sagen. Der Mann hat auch Weak Foot 4 Sterne, Skill Moves nur 2 Sterne. Und jetzt kommen wir zu Platz 5. Und Platz 5 ist Dam. Dam von Tigres, Mexiko. Er ist auch Mexikaner, wie wir sehen. Pace 95. Wir haben viele Silbercards, was mich erstaunt, mal wieder so ein bisschen, was die ganzen angeht. Jürgen Damm, also Deutscher geht der Name auch nicht mehr. Ich bin mir auch sicher, dass er bestimmt halbgeborener Deutscher ist. Kann mir gut vorstellen, aber es steht hier auch Mexikaner. Und da können wir das ganz schnell überprüfen. Das ist das immer das Tolle hier. Wenn man schnell zwei Monitore hat und da sieht man, genau, er ist Mexikaner und halb Deutscher. Das war auch klar, Jürgen Damm. Das wäre ein bisschen krass, wenn nicht anders. Wir gehen zu Platz 4 und Platz 4 ist dieser Spieler hier. Bellerin. So, 79 Gesamtstärke. Wo stand er nochmal bei FIFA 16? Ich hatte ihn ja beim HSV. Ich glaube, da war er bei 77. Hat er also ein Upgrade bekommen. Hat auch Pace 95, der Mann von Arsenal London, Weak Foot, 3 Sterne, Skill Moves, 3 Sterne. Und jetzt kommen wir zu Platz 3. Und Platz 3, also die besten Pacer in FIFA 17, kommen jetzt. Und Platz 3 ist Biabiani von Inter Mailand. Und der hat Gesamtstärke 79. Was laber ich denn? 76. Entschuldigt, Pace 95, ich war schon bei der 90, deswegen habe ich die 9 gesagt. Also auch richtig rasig, aber noch nicht bei der 96 angekommen, was bei Aubameyang ja der Fall ist. Und jetzt kommen wir zu Platz 2 und jetzt könnt ihr schon wissen, wer eventuell auf Platz 1 kommt. Die Frage ist jetzt ja offen, wenn auf Platz 2 Aubameyang ist, ja oder nein, dann wisst ihr es schon. Also ist jetzt auf Platz 2 Aubameyang, ja oder nein, der Dortmunder Stürmer ist nicht auf Platz 2, denn es ist Bolli. Bolli von Greuther Fürth ist der zweitschnellste Spieler in FIFA 17. Da werden sich Greuther Fürth-Fans richtig freuen. 67 Gesamtstärke, da kann man vielleicht aus dem Spieler noch was rausholen. Er ist ja in der Liga 26 Jahre alt, ungefähr so, ein bisschen jünger noch. Da kann man vielleicht noch was rausholen für einen Aufstieg in die erste Liga, wenn man mit dem Verein spielen möchte. Oder wenn man vielleicht erstmal versucht, mit ohne Coins, Münzen, irgendwas kaufen, ein deutsches Team aufbauen will, dann ist es vielleicht auch gar nicht so falsch. Obwohl, ich glaube ja, erste Bundesliga, zweite Bundesliga zählt ja leider in der Chemie nicht, was ich wiederum schade finde. Pace hat aber auch 96 Leute, also genauso viel wie Aubameyang, Weak Foot 4 Sterne, Skill Moves 3 Sterne. Und jetzt wissen wir es schon, Platz 1 ist
Aubameyang. Und ich finde, das kann man auch schon so sehen, oder? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das richtig findet oder ob ihr gedacht habt, ah, da kommt noch was Besseres. Aubameyang ist der schnellste Spieler in FIFA 17. Muss ich ehrlich zugeben, habe ich in Ultimate Team in FIFA 16 nicht so gemerkt, dass er richtig rasig ist. Also ich kam mit ihm nicht so gut zurecht, wie ich mir das gehofft habe. Aber vielleicht liegt es auch nur an mir. Aubameyang ist also der Over-Mega-Pacer in FIFA 17, nur mal so nebenbei. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Dann lass doch einen Daumen da und hier nochmal ein kurzer Hinweis. Ich weiß nicht, ob ich noch ein extra Video raushaue dafür, deswegen sage ich jetzt nochmal hier für dich. Die nächsten Tage kommen nur noch relevante Videos über FIFA 17 raus. Also wirklich krasse, krasse neue News. Also falls wirklich noch was Hammermäßiges rauskommen sollte, dann mache ich für dich ein Video noch. Es gibt noch ein News-Video, das im Laufe der Zeit kommen wird, wo ich noch ein bisschen was berichten will. Ist jetzt aber auch nicht mehr das Spannendste. Und dann natürlich geht am 13. September die FIFA 17 Demo hier los auf meinem Kanal. Und ein einziges Video, wenn es nicht länger geht, der Story-Modus, natürlich auch The Journey. Außer natürlich, die haben noch mehr Inhalt jetzt reingebaut. Wie gesagt, da kommt jetzt nicht mehr so viel. Es ist jetzt mein Jahreswechsel, wo ich jetzt einen Gang zurückschalte, mich vorbereite auf FIFA 17 und auf den Pro Day, der am 17., 18. September ist. Zwei mega lange Livestreams, wo ich mir viel, viel für dich vorbereite. Nicht nur Let's Plays, sondern auch eine richtige Show. Und danach gibt es die ganzen Einzelvideos, die ich in dieser Live-Show euch zeige, auch nochmal auf meinem Kanal zu sehen. Und danach ist dann Ende im Gelände erstmal mit FIFA 16, mit irgendwelchen News und weiß ich nicht, Videos. Und dann geht es richtig ab mit FIFA 17. Danke, dass du zugeschaut hast, lieber Bro. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, 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 Koski.